Okay. Ich küsse ihr Herz. Warum läuft die selber dahin? Gewastet von mir. Ich hätte noch einen Trap platzieren sollen, bevor ich base. Hier so in die Entrance. Das wäre gut gewesen. Aus der Weißlöw bin. Also können wir das Game spielen und TKM Stop. Boah, das wäre so ein schönes Play gewesen, wenn ich das treffe. Nice. Gegner respektieren zum Glück auch gar nichts. Ich komme da sehr schwierig ran. Okay. Jin wiederum fühlt sich gerade nicht so geil an. Nee, true. Wir gehen halt auch nur ganz selten. Nur wenn es halt passt. Ich habe ihn hier da Aspect, actually. Ist ein gutes Shin-Game. Aber mit der E-Second könnte der Champ wieder funktionieren. Denke ich. Es gibt ja kein besonders gutes Second-Item auf Jin momentan. Feinde. Aber wir gewinnen das einfach, denke ich, oder? Ich glaube, ich hätte noch eine Ul schießen können. Actually. Ich glaube, die hätte getroffen. Und wenn die trifft, dann, ist der Weiße einfach durch die Ult tot, dann muss der Dings da nicht sterben. Das heil ist, my bitch. Man kann eigentlich jetzt auch schon bei E-Second gehen für die rohen AD-Werte. Ja, aber ich meine, ich spike halt 10 Mal, der hat auch connected, also auch mal E-Second. Ah ja, in Games, wo man keinen Jin picken sollte, da kann man nach E-Second gehen, denke ich. Das sehe ich auch so, also. In Games, wo Dings der Bad ist, Collector Second Bad ist. Also in Games, wo man Jin nicht picken sollte. Weil die Gegner zu tanky sind. Da ist AI Second dann decent. Sehe ich auch. Okay, die Gegner sind immer in Low. Wenn ich meinen Weder auf Hikarim Chain CC, dann ist er tot, my bad. Halt problematisch, wenn man Jin early pickt, ja, das sollte man halt leider auch nicht tun. Aber da jetzt immer, was macht die denn? Go, go, go! Enter! Die gönn nicht. GG.